Ja, ihr habt ja heute im Laufe des Nachmittags schon viele gute Argumente gehört, die Linke zu wählen und auch einzutreten in die Linke. Ich habe gehört, dass am Stand der Linken zwischenzeitlich die Eintrittsformulare ausgegangen sind. Wir beheben das Problem gerade, ja? Und mir hat just vor wenigen Minuten ein junger Mann auch noch einen ausgefüllten Antrag in die Hand gedrückt. Und wer nicht will, dass das der Einzige ist, der mir heute einen Antrag macht, dann kann ich noch sagen, wir organisieren noch ein paar Eintrittsformulare, wenn ihr bei uns mitmachen wollt. Also die Stimmung ist gut bei uns, aber man muss doch noch über ein paar ernsthafte Sachen reden. Am Dienstag hat der Deutsche Bundestag getagt und zum letzten Mal in der jetzigen Zusammensetzung. Nun hatte ja in den letzten Wochen, hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Wahlkampf zu tun gehabt, die SPD doch so den Eindruck erweckt, also sie ist so volle Kanne gegen das 2% Aufrüstungsziel der NATO. Und da haben wir uns gedacht als Linke, okay, wir haben noch sicher eine rot-rot-grüne Mehrheit gegen das NATO-Aufrüstungsdiktat. Die sollten wir nutzen und wir haben einen Antrag gestellt, der zwei Dinge klarzieht. Nein zu dem Aufrüstungsdiktat der NATO und ja zu einem Abzug aller Atomwaffen, die es hier in Deutschland gibt. Und was ist passiert? Die Sozialdemokratie hat geschlossen dagegen gestimmt. Und das in einer Zeit, wo ein klares Signal für atomare Abrüstung so wichtig gewesen wäre. Und ich bin umso mehr stolz auf meine Partei. Bei uns kann man sich immer drauf verlassen. Vor den Wahlen und nach den Wahlen. Wir engagieren uns für Frieden und für ein klares Nein zu Rüstungsexporten und ein klares Ja zu atomarer Abrüstung. Denn das ist das Gebot der Stunde. Zwei Prozent klingt ja so harmlos. Ja, es gab ja schon Journalisten, die haben gedacht, das heißt bloß plus 2%. Nee, wir reden hier über 2% vom Bruttoinlandsprodukt. Und das heißt, spätestens im Jahr 2025 werden wir 33 bis 35 Milliarden Euro zusätzlich jedes Jahr in Rüstung setzen. 35 Milliarden Euro ist ja so eine Summe, mit der hat man jetzt nicht täglich zu tun. Deswegen habe ich mal rausgesucht, was man mit dem Geld so machen kann. Also man könnte 415 Eurofighter kaufen. Wer meint, das hat Priorität. Man könnte aber auch mit 34 Milliarden den kompletten Sanierungsstau in allen Schulen, die es bundesweit gibt, beheben. Und wenn ich die Wahl habe, ob Geld in Bildung oder in Bomber geht, dann weiß ich doch, wofür ich bin, für die Bildung, denn das ist unsere Zukunft. Genau, hier gibt es weitere Vorschläge. Wir brauchen sozusagen mehr Teilhabe, mehr Barrierefreiheit. Da muss Geld in die Hand genommen werden. Kurzum, wir haben einfach keinen Euro übrig, den wir verschwenden können für Aufrüstung. Zumal Aufrüstung die Welt noch nie sicherer gemacht hat, sondern immer nur unsicherer. Wenn so die Vertreter der Regierung über Kriegseinsätze und Aufrüstung reden, dann klingt das ja immer ein bisschen anders. Die verwenden da so ganz schöne, weichgespülte Begriffe. Begriffe wie Verantwortung in einer globalen Welt, das klingt toll. Also ich bin wirklich die Letzte, die nationalem Egoismus das Wort reden will. Aber ich habe ein anderes Verständnis von Verantwortung. Ich finde, Verantwortung, auch global Verantwortung zu übernehmen, heißt, dass wir zunächst aufhören, das Falsche zu machen. Und zu dem Falschen, was unbedingt zu unterlassen ist, gehören Rüstungsexporte und Militäreinsätze. Verantwortung zu übernehmen heißt auch, dass wir wirklich rangehen an die Fluchtursachen. Und meine Sorge ist, dass die größte Fluchtursache der Zukunft der Klimawandel sein wird. Wenn es stimmt, was der UN-Klimareport sagt, dass in Zukunft mehr als 200 Millionen Menschen in Afrika an akuten Trinkwassermangel leiden. Da ahnt man, was dort für ein Migrationsdruck ist und was das für ein Elend für die Menschen bedeutet. Und deswegen sage ich an die Adresse von Angela Merkel,
Wenn Sie wirklich Fluchtursachen bekämpfen wollen, hören Sie auf, fragwürdigen Despoten in Nordafrika, fragwürdigen Milizen Geld zu geben, damit ihre Sicherheitsapparate aufrüsten, sondern lassen Sie uns endlich den Klimaschutz in aller Entschiedenheit in Angriff nehmen, denn das ist eine Zukunftsfrage. Hier können wir einfach nicht mehr auf Zeit spielen. Ich war vorgestern in einer Talkshow und da passierte das, was im Wahlkampf immer passiert. Die Parteien überboten sich in Versprechungen, wie sie Steuern senken wollen. Die CDU sagte, wir entlasten die Menschen um 15 Milliarden bei der Einkommenssteuer. Die FDP schrie, wir geben mehr, 30 Milliarden. Klingt ja erstmal gut. Meine, viele Leute würden gern weniger Steuern bezahlen. Und ich hatte da nur eine Frage. Wie viel von dem Geld kommt wirklich bei Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen an? Und wie viel von dem Geld landet bei den Einkommensmillionären? Da war erstmal Ruhe im Karton. Vielleicht gibt es ja noch einige, die sagen, naja, aber als Parteivorsitzende ist sie jetzt auch befangen und behauptet einfach, dass die Linke sie viel mehr entlastet. Ich kann Ihnen nur empfehlen, machen Sie mal den Steueromat, das ist von einer unabhängigen Mediengruppe erstellt und da sieht man ganz konkret, wie jeder mit seinem eigenen Einkommen durch die Steuerpläne der unterschiedlichen Parteien entlastet wird. Bei mir haben sich Leute gemeldet, die das gemacht haben und die haben gesagt, ich war perplex. Ich dachte immer, Steuersenkung, das ist nur sowas von der FDP. Dann habe ich aber gesehen, wenn es so um Facharbeiter, Verkäuferinnen geht, dann ist sozusagen keine Partei so konsequent darin, diese Menschen zu entlasten wie die Linke. Und ich will nur eine Zahl nehmen. Eine Verkäuferin kann sicher sein, allein mit unseren Steuervorschlägen und unserer solidarischen Gesundheitsversicherung hat sie im Monat rund 125 Euro mehr zur Verfügung. Und um das zu finanzieren, sind wir ganz transparent, bitten wir so richtig Reiche stärker zur Kasse. Also unsere Reichensteuer greift ab einem Jahreseinkommen von 260.000. Wir sind also eine Partei, die Mumm hat, auch die Reichen ranzuziehen zur Kasse. Ich will noch was zum Punkt Wohnen sagen. Weil nicht nur in so großen Städten wie in Frankfurt gibt es einen schlimmen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Ja? Auch in kleineren, in Unistädten. Und das ist ja eine Entwicklung, die ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist wirkliches Regierungsversagen. Über Jahre hinweg ist die Zahl der sozialen Wohnungen zurückgegangen und die Regierungen haben tatenlos zugesehen. Die AfD hat es ja gar nicht verdient, dass man so viel über sie redet. Aber ich will doch einen Satz zu Ihnen sagen. Die erwecken ja immer den Eindruck, dass sie sich um die Nöte der kleinen Menschen kümmern. Wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht, interessiert die AfD nur eine Sache, dass sie gegen Flüchtlinge hetzen kann. Wenn es nämlich darum geht, sozialen Wohnungsbau zu machen, was sagt da die AfD? Ach nee, das soll mal alles schön der Markt regeln. Ja, die Erfahrung haben wir schon gemacht, wohin das führt, wenn man den Mietenmarkt komplett alleine dem Markt überlässt. Das heißt nämlich noch mehr Spekulation mit Wohnraum, ja? Wir als Linke sagen ganz klar, wir wollen, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Wir wollen aber nicht gegen Geflüchtete hetzen. Und wer wirklich bezahlbaren Wohnraum will, genau, Aufstehen gegen Rassismus, wichtige Initiative. Schön, dass ihr diese Plakate mitgebracht habt. Wer wirklich bezahlbaren Wohnraum möchte, der muss eben auch bereit sein, Mietspekulationen zu verbieten. Wir als Linke sind das, denn wir sagen ganz klar, Wohnen ist ein Menschenrecht, Spekulation mit Wohnen ist kein Menschenrecht. Zu einem guten Leben gehört auch, dass es mehr Planbarkeit gibt. Deswegen müssen wir diese sachgrundlosen Befristungen abschaffen. Das geht doch nicht. Gerade eben habe ich noch mit einer jungen Frau gesprochen, die hat mir erzählt, nach ihrer Ausbildung hat sie jetzt den dritten befristeten Arbeitsvertrag, war zwischendurch in Hartz IV. Und das ist natürlich ein Zustand der permanenten Erpressbarkeit und Unsicherheit. Das muss so nicht bleiben. Dagegen können wir etwas tun. Und deswegen haben wir immer wieder im Bundestag den Antrag eingebracht, die sachgrundlosen Befristungen abzuschaffen. Bei dieser Bundestagswahl geht es um was? Das kommt jetzt nicht bei jedem TV-Duell so deutlich rüber. Viele von Ihnen haben bestimmt auch das TV-Duell gesehen. Haben Sie mal mitgezählt, wie viele substanzielle Unterschiede es zwischen Angela Merkel und Martin Schulz gab?
Also können wir mal so eine Zahl hier hoch? Ja, null. Also ich war sehr gutwillig und habe festgestellt, beim Wahlalter 16 haben sie eine unterschiedliche Meinung. Und bei der Frage, wie scharf man Schröder kritisiert für seine Gazprom-Verstrickung, da waren sie auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Aber einen substanziellen Unterschied, wo man das Gefühl hat, es geht wirklich um was, ja, um einen Kurswechsel, das hat man einfach nicht finden können. 90 Minuten Debatte, das ist schon echt eine Leistung. Aber es gibt eine Partei, die den Unterschied macht, und das ist die Linke. Und ich möchte, dass diese Partei gestärkt herausgeht aus den Bundestagswahlen. Und dass wir den Unterschied machen, sieht man auch daran, wir haben Mumm, uns mit den Superreichen und Millionären anzulegen. Und wir sagen auch, in einem Unternehmen darf die Einkommensspanne nicht mehr als das 20-fache betragen. Das heißt ganz konkret, ein Manager sagt, ich war so toll, ich verdiene hier große Boni, ich will mit einer Million nach Hause gehen, sagen wir, okay. Wenn er das möchte, muss die unterste Einkommensgruppe in seinem Unternehmen mindestens ein 20stel, also 50.000 haben. Also so Sicherheitswachmann, Reinigungskraft. Und wer nicht in der Lage ist, die untersten Einkommensgruppen wirklich gut zu bezahlen, ich finde, der hat auch einfach keine Millionenboni verdient, oder? Ich freue mich über den Beifall und den Zuspruch und kann nur sagen, es ist so wichtig bei den Bundestagswahlen, dass der Kurs, für den wir als Linke stehen, gestärkt hervorgeht. Und deswegen sind wir wild entschlossen, dass wir die FDP, die für soziale Kälte steht und Privatisierung, und die AfD, die vor allen Dingen für Hetze und das Treten nach unten steht, dass wir die hinter uns lassen. Ja, wir als Linke wollen den Platz 3 haben, damit soziale Gerechtigkeit und Frieden Rückenwind haben in diesem Land. Dazu brauchen wir wirklich Ihre Hilfe. Also wenn Sie heute gute Argumente gehört haben, die Sie überzeugen, dann nehmen Sie die mit, tragen Sie die weiter, reden Sie mit Ihren Nachbarn, Arbeitskollegen und wem auch immer Sie ins Gespräch kommen. Vielleicht gehen Sie einfach nochmal in eine Kneipe, in einen Bäcker, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen, damit man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. Und wenn Sie dann im Gespräch sind, können Sie sagen, egal ob du in der Rente bist oder schon oder mit Hartz IV auskommen musst, egal ob du noch eine gute Arbeit hast oder dich mit schlechten Jobs über Wasser halten musst. Die Linke kämpft darum mit aller Energie und Verlässlichkeit, dass es in diesem Land besser wird. Und du profitierst davon, denn Menschen wie du verdienen auch einfach mehr. Und um ein letztes Argument zu nennen, was man gar nicht oft genug sagen kann. Alle anderen Parteien im Bundestag und auch die AfD kassieren kräftig Spenden von Konzernen und Unternehmen. Wir als Linke haben noch nie Spenden von Konzernen und großen Unternehmen angenommen. Und das liegt nicht daran, dass wir das Geld nicht gebrauchen könnten. Also ich würde schon gerne sozusagen Großanzeigen für wichtige Ideen wie Kindergrundsicherung oder eine Rente, die sicher vor Armut schützt, schalten. Aber wir haben gesagt, Politik darf nicht käuflich werden. Es geht nicht, dass eine Demokratie, die mehr Einfluss auf Parteien haben, die richtig viel Kohle haben. Deswegen verstehen wir uns auch als Lobby derjenigen, die sich keine teuren Lobbyisten leisten können. Ja, wir die Linke sind nicht käuflich, aber wir sind wählbar mit beiden Stimmen. Und ich finde, dieser Kurs gehört honoriert. Vielen Dank. Applaus